Hey Leute, willkommen zu meinem allerersten Video auf diesem brandneuen YouTube-Kanal. Hier werden im Laufe der Zeit wohl einige Videos hochgeladen, in denen ich allerlei nerdiges Zeug vorstelle, wie Spiele, Bücher, Filme, und alles, was mir sonst noch einfällt. Bestimmt kommen in Zukunft auch einige Spielabende oder Pen-and-Paper-Abenteuer auf euch zu, je nachdem, wie alles so läuft, ne? Den Anfang macht aber die Ankündigung meines zweiten Buches. Für alle, die nicht wissen, über was ich rede: Ich habe ein Buch geschrieben und es 2019 auf Amazon veröffentlicht. Es heißt Synma und um es ganz kurz zu beschreiben, ist ein wilder Mix aus Horror, Mystery, Comedy, erhältlich als Kindle- oder Druckversion. Der Link ist in der Beschreibung, einfach runterscrollen. So, Achtung, wer sich jetzt nicht spoilern lassen will, sollte erstmal auf Stopp machen und zuerst den ersten Teil bestellen und lesen. Denn jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt dieses Videos. Und zwar haben mich bereits einige gefragt in der Vergangenheit, ob es einen zweiten Teil geben wird und wann dieser erscheinen wird. Und wie bereits im ersten Teil am Ende angeteasert durch das Fortsetzung folgt und Fragezeichen, ist die Geschichte von Berkeley und Tina, den Hauptpersonen, nicht zu Ende, denn es geht weiter. Das Manuskript des zweiten Buches ist bereits fertig geschrieben und wird gerade noch auf Herz und Nieren geprüft, damit es möglichst gut zu lesen ist, also wird korrigiert. Das erste Buch habe ich noch ganz in Eigenregie gerissen, also geschrieben und mehrmals Korrektur gelesen, aber ihr kennt es ja vielleicht selber. Man übersieht einfach manche Fehler nach und nach. Und damit das zweite Buch möglichst fehlerfrei und in optimierter Form auf den Markt kommt, übernimmt jemand anders die Korrektur. Und ich habe auch jemanden, der sehr künstlerisch begabt ist und das Buchcover erstellt. Wer diese mysteriösen Personen sind, werdet ihr dann im Vorwort des zweiten Teils erfahren, wenn es dann rauskommt. Vielleicht wird es noch in diesem Jahr erscheinen oder spätestens im Frühjahr 2022. Davon gehe ich aus. Was wird noch optimiert im zweiten Teil? Ich selbst war etwas unzufrieden mit dem Buchformat. Die Höhe ist in Ordnung, aber die Breite gefällt mir nicht so richtig. Es wird also ein bisschen kompakter und klassischerweise an das Taschenbuchformat angepasst. Wenn ich die Zeit dazu finde, wird auch nochmal der erste Teil zur Korrektur gegeben und in das neue Buchformat aktualisiert. Jetzt aber ins Eingemachte. Worin geht es denn in dem neuen Buch? Nun, es spielt ein paar Monate, nachdem Tina und Berkeley den Kampf in den unterirdischen Katakomben von Karlsruhe überlebt haben. Ohne viel zu spoilern, sie leben nun zusammen und haben gemeinsam ein kleines Büro in der Stadt gemietet. Tina hat ihren Job bei der Polizei gekündigt, Berkeley ist aus seiner alten zugemüllten Wohnung ausgezogen. Gemeinsam bieten sie dann ihre Dienste als Privatermittler an. Mit welchen Problemen sie sich dabei auseinandersetzen müssen und was sie erleben oder in welche Gefahren sie dabei geraten, nun, das erfahrt ihr dann, wenn das zweite Buch erscheint und ich versichere euch, von mir bekommt ihr natürlich diese Info zuallererst. Und zwar auf allen möglichen Kanälen, die mir zur Verfügung stehen: Facebook, Instagram, jetzt auch YouTube. Was noch dazu gesagt werden kann: Es wird viel mehr Action geben, viel mehr Charaktere werden in diese Welt eingebaut, es wird mehrere Handlungsstränge geben und es wird einem großen Geheimnis auch auf die Spur gekommen. Nun kommen wir zum zweiten Teil des Videos und zwar wollte ich in Kombination mit der Ankündigung meines zweiten Buchs euch einen kurzen Einblick in den Prozess des Schreibens geben. Denn vielleicht habt ihr selbst oder Bekannte, die bereits lange mit der Idee spielen, selbst mal ein Buch zu schreiben. Und vielleicht motiviert euch ja dieses Video endlich selbst mal zur Feder zu greifen oder zum Kugelschreiber. Und damit der Start so ein bisschen besser gelingt, gebe ich euch ein paar kleine Tipps oder Anregungen, wie ihr eben den Anfang machen könnt. Zuallererst die Werkzeuge. Bevor man etwas erschafft, braucht man natürlich auch das geeignete Werkzeug. Ich persönlich brauche nichts weiter als ein Kugelschreiber und ein Notizbuch. Also mittlerweile habe ich auch mehrere Notizbücher ausgefüllt. Und dann versuche ich das. Ihr denkt euch sicherlich, wenn man in ein Notizbuch schreibt, muss man es natürlich auch wieder in ein Word-Dokument eintragen, um es richtig zu korrigieren und zu formatieren. Das kostet natürlich zum einen viel Zeit und ist umständlich. Aber was positiv ist, man wird sozusagen gezwungen, sein Geschriebenes öfters anzugucken und kann dabei selbst schon Fehler ausbessern oder seine Formulierung verbessern. In einem der Vorworte zum Beispiel des Dunklen Turms von Stephen King schreibt der Meister des Horrors, dass er seine Manuskripte auf einer alten Schreibmaschine abtippt, ne?
Das heißt natürlich nicht, dass ihr eure Manuskripte mit Kugelschreiber oder Schreibmaschine schreiben müsst. Ihr könnt gleich auf moderne Mittel zurückgreifen, wie ein Laptop oder so. Aber sollte euch das Tippen nicht liegen, habt ihr vielleicht einfach noch nicht die richtigen Werkzeuge gefunden, um eure Manuskripte zu schreiben. Und nicht, das heißt nicht, dass euch das Schreiben an sich nicht liegt. Genau, der zweite Punkt, den ich ansprechen würde, ist das Zeitmanagement, der Arbeitsrhythmus. Mindestens genauso wichtig wie das geeignete Werkzeug ist das Zeitmanagement oder der Arbeitsrhythmus des motivierten Schreiberlings. Klar, wir alle haben unseren Alltag und unsere Verpflichtungen wie Job, Lebenspartner, Kinder etc. Aber ich sag mal so, jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag. Und wenn ihr es schafft, in diesen 24 Stunden eine halbe Stunde oder Stunde damit verbringt, an eurem Manuskript zu schreiben, wird daraus nach einer gewissen Zeit ein ganzes Buch, einen ganzen Roman. Ich sage euch jetzt nicht, dass es leicht wird oder überhaupt kein Problem ist, jeden Tag neben der Arbeit und sonstigen Verpflichtungen sich hinzocken und zu schreiben, ganz im Gegenteil. Aber ich sage euch, es lohnt sich dann am Ende. Natürlich hat man manchmal keine Motivation und Lust, sich manchmal nach der Arbeit nochmal abends hinzocken und zu schreiben. Und manchmal wird man es auch einfach ausfallen lassen, aber eben langsam ernährt sich das Eichhörnchen und ihr reichert dann euer Manuskript an. Ich persönlich schreibe lieber abends, vielleicht seid ihr aber selber eher Frühaufsteher und steigt lieber eine Stunde früher auf, um morgens bereits vor der Arbeit kreativ zu sein. Vielleicht schreibt ihr auch in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, je nachdem, was euch liegt. Durch die Kombination aus Kugelschreiber und Notizbuch kann ich mich ganz lässig auch auf dem Sofa rumfläzen, wenn nebenher meine Freundin sich etwas auf dem Fernseher ansieht. Dafür braucht man natürlich einen eisernen Willen, sage ich mal, und unzerbrechlichen Fokus, um sich nicht zu sehr von Freundin oder Fernseher ablenken zu lassen. Ist ja ganz klar. Der dritte Punkt ist die Selbstveröffentlichung, also selbstveröffentlicht durch Amazon. Was für viele herangehende Schreiber natürlich ein Graus ist, ist die Suche nach einem geeigneten Verleger, der das Interesse hat, das Buch rauszubringen. Denn die Kosten, ein Buch zu drucken, sind natürlich für einen Normalsterblichen exorbitant hoch. Und dann braucht man natürlich noch genügend Leser, die gewillt sind, das Buch auch zu kaufen. Für jemanden, der nicht berühmt ist, ist dieser klassische Weg natürlich recht steinig und schwer. Selbst für heutzutage sehr berühmte Schreiber wie J.K. Rowling war die Suche nach einem gewillten Verleger äußerst, äußerst schwer. Das ist nun keine Werbung, ich werde auch nicht gesponsert, aber ich habe einen recht einfachen Weg gewählt und mich als Verleger für Amazon erstellen, also Self-Publishing durch Amazon. Da kann ich mein Buch als Print-on-Demand-Version anbieten, als Kindle-Version anbieten. Das heißt, das Buch wird lediglich gedruckt und verschickt, wenn es jemand auch kauft. Somit schont es natürlich ungemein die Umwelt und müllt die Welt nicht zu mit Büchern, die niemand haben oder lesen will. Außerdem hält Amazon vom Verkauf die Printkosten ein und was übrig bleibt, kommt eben zum Autor des Werks. Checkt es gerne mal aus, wenn ihr soweit seid. Ich finde, es ist einer der besten und der schnellsten Wege, also die Selbstveröffentlichung selbst in die Hand zu nehmen. Den Preis kann man dabei sehr gut selber ansetzen. Im amerikanischen Raum kann man sogar, wenn man es möchte, sein Buch auch als Hörbuch in Amazon anbieten, per Audible. Das kann man leider noch nicht in Deutschland, soweit ich weiß. Vielleicht hat sich es bisher geändert. Nun, das war es auch schon mit dem ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten. Abonniert gerne diesen Kanal, gebt ein Like und bis bald.